Schon wieder verirrt sich ein Wal in der Seine. Ein Beluga-Wal hat sich offenbar verschwommen und tummelt sich mitten in der Seine, circa 70 Kilometer vor Paris, sehr zum Bedauern von Tierschützern. Beunruhigend, normalerweise leben diese Wale in arktischen Gewässern. Die französischen Behörden melden, dass der riesige Meeresbewohner abgemagert wirke und auch unter Hautveränderungen leide. Experten und Rettungskräfte beobachten nun den Wal. Versuche, ihn zur Mündung der Seine wieder zurück ins Meer zu führen, haben nicht funktioniert. Bereits Ende Mai ist ein Schwertwal in der Seine gesichtet worden. Damals sei das Tier in dem Fluss verendet. Der Beluga ist weiter die Seine hochgeschwommen. Auch hier droht der Tod, sollte er nicht den Weg zurück ins Meer finden.